Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und zwar darf ich euch einladen zu einer Folge Meta aktuell. Oder man könnte auch schon sagen Meta Slave aktuell. Das heißt, ich werde euch mal wieder die besten Picks der Meta zeigen, mit denen ihr jetzt easy noch Elo climben könnt. Beziehungsweise mehr oder weniger am besten climben könnt. Vorausgesetzt ist natürlich, ihr müsst diese Champions trotzdem irgendwie ein bisschen beherrschen. Ich werde euch auch einige Item-Wege und Rune-Builds etc. alles mit dran klatschen. Das sind allerdings nur Vorschläge. Das heißt, es sind keine zwingenden Verpflichtungen. Es gibt immer viele andere weitere Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, und zwar mit der Top-Lane. Die Top-Lane, muss man sagen, ist übel krass zerrüttet, ja. Viele leiden noch darunter, dass sie nicht so gerne in den Precision-Baum reinskillen wollen und vielleicht auch keine richtige Fervor-of-Battle-Rune haben, ja. Das heißt, wir haben jetzt die Conqueror-Rune, die schafft auch definitiv guten Ausgleich, aber so richtig krass zufrieden sind da definitiv noch nicht alle mit. Ich zeige euch einfach mal diese Liste und wir sehen, dass die Top-Top-Laner die Hälfte davon einfach eine negative Winrate hat, was einfach, ja, nicht so schön ist, muss man einfach sagen. Wir sehen hier Champions, die hier rausstechen, sind Sion, Swain und Darius vor allem und auch Singed, da kommen wir später noch zu. Wenn ihr mich fragen würdet, Tobi, welchen Champion soll ich main? Ich würde euch immer, egal unabhängig von irgendwelchen Listen, empfehlen, Darius zu spielen. Darius ist einfach der beste Champion, um Elo zu machen. Gerade in tieferer Elo spielen die Leute teilweise wirklich super fahrlässig, machen extrem viele Fehler. Und wenn du gegen Darius einen Fehler machst, dann bist du sofort tot. Und wenn zwei Leute kommen und einen Fehler machen, dann sind diese beiden Leute einfach tot. Darius ist ein sehr, sehr effektiver, bestrafender, schöner Champion. Natürlich, ihr müsst klarkommen, dass ihr nicht gegankt werdet, ne? Das ist so seine große Schwachstelle, da müsst ihr wirklich drauf klarkommen. Aber ansonsten, ihr könnt Full Tank gehen und macht trotzdem alles kaputt. Darius war auch schon sehr, sehr oft in dieser Liste mit dabei, deswegen, ja, Winrate 50% ist nicht extrem krass, hat aber hier die höchste Playrate auf der Top-Lane. Ich würde ihn euch an die Hand legen, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu dem Pick, wo ich sagen würde, okay, hey, Top-Lane, Singed, ja. Singed, sehen wir, wird nicht so krass viel gespielt, hat nur 1,84 Playrate. Er ist so eine kleine, so eine Art Nischen-Pick. Singed ist ja auch kein extrem beliebter Pick, ja, es ist so, einige, es gibt so ein paar Leute, die spielen ihn und die spielen ihn auch sehr gut und er hat auch eine echt gute Winrate gerade, vor allem wenn man das vergleicht mit den anderen Champions auf der Top-Lane. Aber Singed ist halt nicht jedermanns Sache. Dennoch ist er ein Champion, den ich persönlich sehr gerne im Team habe, wenn er nicht 0-10 geht, ja. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass die Leute sich denken, okay, ich bin Singed, es ist mir erlaubt 0-10 zu gehen, ja. Aber wenn ein Singed mal wirklich ein richtig gutes Early Game hat und nicht intet, dann ist Singed einer der besten Late Game Champions für die Top Lane, wie ich finde, weil er einfach unsterblich ist, sau viel Schaden macht und richtig viel Utility mitbringt. Gehen wir weiter und zwar in den Jungle und hier haben wir einen Champion, den ich euch auch recht regelmäßig empfehle, wenn ihr mich fragt, welchen Champion ihr spielen solltet, und zwar Kha'Zix. Kha'Zix auch ein Champion, der sehr oft regelmäßig hier vertreten ist in diesem Format. Grundsätzlich kann man sagen, dass er von den Dractablade Changes bzw. die Buffs, die er daraus bekommen hat, sehr, sehr profitiert hat. Seine Winrate ist ziemlich hoch gegangen, Playrate ist sowieso die second most Playrate im Jungle, das heißt auch hier ein sehr viel gespielter Jungler und Kha'Zix hat einfach die Eigenschaft, dass er ultra krass bestrafend ist und relativ leicht zu spielen ist, ja. Das heißt, im gerade tieferen Elo-Bereich, und da ist Platin sogar auf jeden Fall noch safe mit drin, spielen die Leute einfach sehr fahrlässig, Warden nicht overextenden, AD-Carries werden nicht von Supportern beschützt und da könnt ihr mit Kha'Zix wirklich extrem schnell snowballen. Ist auch ein Champion, der super viel Spaß macht zu spielen, muss man ganz einfach sagen. Spielt Kha'Zix, wenn ihr ein bisschen was Aggressives, Aktives haben wollt. Wenn ihr eher so sagt, nee, hey, ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Plays, ich möchte einfach nur safe mein Ding runterspielen, dann spielt ihr Warwick. Warwick, kann man sagen, ist schon seit Äonen von Zeiten ein extrem guter Jungler. Das heißt, wenn wir uns seine Playrate, Winrate ansehen, die ist schon konstant extrem lange sehr hoch. Und ich frage mich auch, warum dieser Champion nicht mal langsam ein bisschen wenigstens genervt wird. Das Gute bei Warwick ist, ihr habt echt extrem wenig Möglichkeiten, was zu verkacken. Ja, das heißt, die Ultimate könnt ihr komplett versammeln. Das ist scheiße, aber der Rest ist super krass safe. Ihr droppt im Jungle nicht besonders low, ihr habt ein sehr, sehr safes Kit und sogar noch ein bisschen Outplay-Möglichkeiten. Ja, das heißt, ihr könnt die Q ordentlich benutzen, um jemanden durch den Flash zu folgen oder durch irgendwelchen Dashes, Blinks oder was weiß ich und könnt auch mit dem 4 dann zusätzlich noch so einen kleinen Mini-Insect machen und ganz coole Situationen herausarbeiten. Ja, das heißt, auch zum Traden im Late-Game macht er super viel Schaden. Ist ziemlich cool, allerdings müsst ihr hier definitiv aufpassen, dass seine Winrate im Late-Game massiv abnimmt. Also da müsst ihr wirklich zusehen, dass ihr die Games früh beendet. Im Late-Game ist es vor allem sehr, sehr schwierig, seine Ultimate zu landen. Aber trotzdem ein absolut safer Jungler, mit dem ihr wenig falsch machen könnt, was schon der Schlüssel mehr oder weniger zum Sieg ist, ja. Jedes Game, wo ihr nicht 0-4 oder 0-8 intet, habt ihr quasi das Game schon mehr oder weniger fast gewonnen. Wenn ihr dann doch sagt, nee, Tobi, ich will all in, no risk, no fun, das ist mir alles zu safe, dann spielt ihr Shaco. Man könnte schon fast sagen, dass dieser Champion ein
ja, Hidden OP-Pick ist. Ja, das heißt, seine Playrate ist tatsächlich ziemlich hoch, aber er ist ein Champion, der von nicht so vielen Leuten als OP empfunden wird. Dabei ist seine Winrate schon konstant auch hoch und steigt immer weiter an. Vor allem die letzten Changes, ebenfalls mit dem Drag-Tablet, haben ihm sehr gut getan. Seine Q macht jetzt mehr Schaden und dadurch hat er ein noch besseres Early-Game, was ja wirklich seine Stärke ist. Und Chaku ist ein sehr lustiger Champion, kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, ihr könnt super useless sein, aber ihr habt wirklich die Möglichkeit, aktiv den Jungle zu beeinflussen. Ja, das heißt zum Beispiel, ihr könnt natürlich sehr, sehr krass ganken. Zum einen, aber ihr könnt auch effektiv den gegnerischen Jungler aus dem Leben nehmen. Habe ich ja erst gestern ein Video quasi zu gemacht. Nee, vorgestern war es sogar. Und so habt ihr die Möglichkeit, den gegnerischen Jungler abzufacken, sodass dieser nicht eure Lanes abfuckt. Ja, was ja schon mal sehr viel wert ist. Beim Item-Build muss man natürlich sagen, da baut jeder Shaco absolut, wie er selber Bock hat. Da gibt es 30 Milliarden verschiedene Item-Builds, also versteift euch da nicht zu sehr drauf. Kommen wir zu meiner Lieblingslane, und zwar der Midlane. Und hier haben wir zunächst einen sehr, sehr kritischen Pick, und zwar Zed. Zed hat ebenfalls Änderungen zum Drag-Tablet erfahren, und hier müssen wir sagen, wahrscheinlich eher in negativer Hinsicht. Das heißt, seine Winrate ist schon sehr, sehr lange unter 50% und jetzt sogar noch ein Stückchen runtergegangen. Dennoch muss man sagen, und deswegen ist dieser Champion hier drin, seine Playrate ist einfach die höchste in der Midlane. Ja, most played Midlaner aktuell, und deswegen muss er einfach hier mit rein. Ich denke natürlich auch, dass es bei Zed daran so ein bisschen dran liegt, dass viele ihn spielen, die ihn gar nicht spielen können. Vor allem jetzt, wo viele denken, okay, hey, Zed wurde gebufft, ich muss ihn spielen, haben aber gar keine Ahnung von ihm. Auch mir fällt es sehr, sehr oft auf, dass ich aktuell super auf Full AD spiele. Das heißt, ich spiele immer Talon, die Gegner immer Zed, und dieses Matchup, was eigentlich immer free war für Talon, wird zunehmend schwerer, ja. Das heißt, uns wurde ja Armor weggenommen, also uns Talon-Spielern und den Zed-Spielern haben jetzt quasi mehr Early-Game-Pressure dazu bekommen, und deswegen mittlerweile gegen gute Zeds ist es schon wirklich, wirklich eine Geburt, und wer Bock hat, ne, jetzt ist Zed-Time. Wer keinen Bock auf Full AD hat, der nimmt einfach Fizz. Fizz hat im Prinzip genau dieselben Aufgaben wie Zed, und zwar die Gegner komplett in der Lane abfacken und zu zerstören. Ja, im Prinzip kann er das auch sehr, sehr gut, ja, das heißt, ne, wenn du nur den kleinsten Fehler gegen Fizz machst, dann frisst er dich auf, und selbst wenn du nicht mal einen Fehler richtig gegen Fizz machst, dann frisst er dich trotzdem auf. Die Ultimate mit Level 6, da hat einfach keiner Lust. Also es hat wirklich niemand Lust, gegen Fizz zu spielen. Zumindest gegen den Guten. Die Schlechten sind natürlich free. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall bei Fizz immer eine sehr schwierige Geburt, denn Fizz snowballt ultra krass und man kann die Mentalität der Gegner super früh brechen, was viele Games gewinnen kann. Aber der Throw-Faktor ist mit einer der größten im ganzen Game. Dadurch, dass du so krass traden kannst, willst du permanent traden und wirst immer nur noch überall auf jeder Lane feeden im Late-Game und im schlimmsten Fall nicht mal mehr deinen Gegner umbringen, ja. Es gibt auch einige Möglichkeiten, Stundenglas, dies, das, ne. Also muss man definitiv aufpassen, aber wer da Lust drauf hat, ne? Wer keinen Bock auf so Assassin-Zeugs hat, den kann ich einen CC-Mage an die Hand legen, und zwar ist das Swain. Ja, Swain wurde natürlich jetzt schon sehr, sehr oft gebufft, war damals relativ kacke. Da habe ich ihn tatsächlich schon gespielt, weil er kacke war, und habe ihn sehr, sehr gut gefunden. Wird auch sehr oft auf der Top gespielt, aber hier gerade auch in der Mitte ist er momentan wirklich am Schein, muss man einfach sagen, ja? Ist ein sehr starker Champion, schwierig umzubringen, kann locker auch mal eine 1-vs-2-Situation überleben. Ein bisschen komisch zu spielen, weil er halt eine Art Nahkampf-Mages. Natürlich, du hast viele Fernkampf-Spells, aber im Late-Game musst du doch mal locker in alle Gegner rein, und so sieht auch der Item-Build so aus, ne? So ein bisschen Off-Tank, sage ich einfach mal, ja. Das heißt, gerade mit Lyandas und Rylas kann man hier sehr, sehr viel Schaden machen. Face Rush ist eine sehr, sehr gute Rune, und ja, Swain ist auf jeden Fall ein Champion, der sehr, sehr viel Spaß machen kann. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? AD Carry. Ich hätte tatsächlich selber nie im Leben damit gerechnet, aber Kaiser. Ja, AD Carry sind generell, muss man sagen, auch sehr, sehr nah zusammen alle. Aber Kaiser hat auch gerade so die 50%, was für ein AD Carry echt gut ist. Hier hat die Hälfte wieder unter 50%. Die Item-Welt-Geschichte auf Kaiser ist natürlich noch ein ungeschriebenes Blatt. Ja, da probiert noch jeder aus und guckt, was das Beste ist. Das hier scheint eine sehr aktuell gute Lösung zu sein. Das heißt, ihr geht mit Essence Reaver, geht dann in den Runans, Rageblade, Blutdürster, und später, ganz am Ende, könnt ihr die Schuhe gegen dem Phantom Dancer austauschen, falls es wirklich so lange gehen sollte. Aber was Kaiser im Gegensatz zu den anderen AD Carries richtig krass kann, ihre Winrate im Late Game, ich meine, sie ist ein AD Carry, geht insane hoch. Also wirklich, wirklich insane. Jetzt würden einige sagen, aber Tobi, AD Carries gehen im Late Game immer insane hoch, weil die einfach gut sind. Hier, meine Freunde, der Vergleich mal zu Xayah, einem ebenfalls sehr, sehr guten AD Carry aktuell. Das heißt, wir sehen, ja, ist gar nicht so insane krass im Late Game, obwohl Xayah mit auch einer der besten AD Carries aktuell ist. Habe ich gesagt, Xayah ist aktuell einer mit der besten AD Carries? Ja, richtig, denn Xayah ist einer der aktuell mit am besten AD Carries, und deswegen haben wir auch hier Xayah.
Zarya ist sowieso ein Champion, den ich super feier, ja. Macht super Laune, diesen Champion zu spielen, hat super viele Möglichkeiten und kann vor allem sich im Late Game von einem One-Shot mal richtig krass schützen, ja. Für mich als Talon, eigentlich kriege ich Zarya meistens relativ einfach tot, aber trotzdem, es gibt so einige Situationen, vielleicht auch einige Champions, zum Beispiel so eine Fizz-Ult etc., kann man alles dodgen mit der schönen Zarya-Ult und mit Rakan zusammen wird natürlich jetzt etwas geschwächt, aber die Synergie ist natürlich auch wunderschön, super stark. Ich glaube, eine Xayah-Rakan-Lane, die richtig gut gespielt wird, ist einer der gefühltesten Sachen auf der Botlane. Vielleicht noch so gekoppelt mit Lulu, Kog'Maw etc. Wenn ihr aktuell keinen Bock auf Kai'Sa oder Xayah habt, dann könnt ihr euch auch an Jinx wenden. Die ist aktuell auch sehr, sehr stark. Allerdings ist natürlich wichtig, bei all drei diesen Champions, ihr müsst sie so ein bisschen beherrschen. Gerade bei Kai'Sa solltet ihr sie vorher mal ein bisschen normal gespielt haben. Wir kommen dann auch weiter zu den Supportern und bei den Supportern muss ich ganz ehrlich sagen, diese Sektion, das klingt etwas sehr verrucht, habe ich jetzt einfach mal ausgelassen. Warum? Weil es dieselben Supporter sind, die schon seit 10 Jahren hier sind. Das heißt, wen haben wir? Richtig, Janna, Lulu und Nami, Leute. Das sind die krassesten Supporter, die könnt ihr noch, die wahrscheinlich die nächsten 10 Patches spielen. Richtig kernräudig. Ich möchte ja nicht diskriminiert werden, aber ich weiß nicht mehr, was ich zu Janna sagen soll. Ich habe die gleiche Story schon 10-mal erzählt. Mir geht langsam der Flusel aus hier. Aber dafür habe ich noch die Buns für euch. Und hier bei den Buns kann man sehen, dass einfach 80-90% dieser Buns die Champions sind, die ich euch gerade vorgestellt habe, weil die halt einfach so stark sind. Ja, das Ganze unterstreicht das nochmal so ein bisschen. Wir sehen ebenfalls noch Katarinas dabei. Gegen Katarina spielt einfach niemand gerne. Das gleiche geht auch für Yasuo. Yasuo, seine Rune, beziehungsweise Conqueror, spielt er jetzt sehr, sehr viel. Beziehungsweise wird er dadurch jetzt sehr, sehr viel gespielt auch. Und er spielt damit auch sehr viel. Und deswegen, ja, ging ja so, hat einfach keiner Bock drauf, ne? Darius sowieso nicht und der Rest, ne? War ein Set. Ein Tiltpick habe ich heute nicht für euch. Auch keine Rose und auch kein Bild, ja? Das ist hier Supermodel, Superstar. Und ja, ich weiß nicht, in LoL gibt es aktuell keinen Champion, der mich komplett bis zum Mond tiltet. Gibt es gerade nicht und deswegen denke ich mir auch keinen aus. Aber dafür habe ich noch einen mehr oder weniger Geheimpick. Er ist jetzt nicht ultra geheim, aber er ist einfach ein Champion, den ich euch... Ich will euch ab und zu mal so Champions vorstellen, die vielleicht gerade so ein bisschen stark sind. Oder, na, einfach wo ihr denkt, okay, hey Tobi, ich habe gerade keinen Bock auf LoL, ich probiere ihn aus. Vielleicht ist es ja ganz lustig. Und zwar Aurelion Soul. Aurelion Soul ist ein Champion, der gerade in der Winrate ein bisschen nach oben geht. Er hat auch immer so schwierige Phasen. Das heißt, vor kurzer Zeit war er sogar noch unter 50%. Jetzt geht er wieder ganz steil mehr oder weniger nach oben auf. Ist natürlich ein Champion, der relativ schwer zu spielen ist und der auch so ein paar... Ja, Mechanics, wie man ihn spielen sollte. Gerade wie das Push-Verhalten ist. Ja, ihr spielt nicht einfach Aurelion Soul drauf los, sondern informiert euch ein bisschen, wie ihr ein bisschen lane müsst. Ihr müsst nämlich krass durchpushen und roamen, schon mit Level 3, 4, 5, 6 etc. Ordentlich gespielt ist Aurelion auf jeden Fall ein Pick, mit dem ihr sehr, 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 sehr viel Map-Präsenz habt. Was eine der wichtigsten Dinge in Solo-Queue ist. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann morgen 15 Uhr pünktlich wieder hier auf diesem Kanal. Ansonsten kann es sein, dass ihr sonntags 12 Stunden nachsitzen müsst. Ist absolut eure Entscheidung. Ich wünsche euch was und vor allem viel Erfolg beim Climben. Auf Wiedersehen und tschüss.